Paliotis, Südportugal. Große Landschaftskontraste. Einfach nur 180 Grad gewendet. Eröffnet sich der Blick von einer bereits ergrünenden Oase in eine maschinell überprägte Landschaft, die von Zehntausenden junger Eichen jetzt bevölkert, alle 3 bis 5 Jahre limpiert wird. Eine Landschaft, die nur gedeihen kann, wenn sie maschinell bearbeitet wird. Ist das gut oder ist das schlecht? 6 Monate im Jahr ist dieser Bereich, der jetzt im Januar so frisch aussieht, so regenfeucht, eine dröhnende Wüste mit einem Heißluftaufstieg, der selbst der gutwilligsten Regenwolke im Sommer nicht die Hände reicht, sondern sie verscheucht. Verscheucht mit menschengemachtem heißem Atem. So kann nachhaltige Landschaftsentwicklung nicht aussehen. Auch der EU-Förderung bieten sich bessere Möglichkeiten, hier wirklich eine Landschaft zu entwickeln, in der Menschen wieder siedeln können.